Aber Ekholm. Mein Name ist Denise Stelmer. Und ich spiele Isabella. Ich bin die Regisseurin und Autorin von Love Sickness. Noch 389 Tage, dann bin ich drüber weg. Wie bist du denn überhaupt auf die Rolle Isabella gekommen? Es war mir völlig klar, das muss eine Frau sein, die nicht... Das darf keine Frau sein, die, wo man hinguckt und denkt, boah, hat die einen tollen Busen, heftigen Hintern, irgendwie ist 1,80 groß, irgendwie, also so eine, eine Frau, die auf den ersten Blick einfach heiß ist und schön. Ich wollte eine Frau, die nachhaltig ist, eine Frau, die unglaublich witzig ist, ohne dass sie es weiß, die wunderschön ist, aber auch wirklich ganz, ganz, ganz kacke aussehen kann. Das absolut schönste Gefühl für mich auf der Welt ist der Moment, der Premierentag, wenn die ersten Leute ins Theater gehen und mir plötzlich bewusst wird, die haben alle für ein Ticket bezahlt. Also die haben das wirklich ausgegeben, um hier heute Abend sich diese Produktion anzugucken. Wenn dann die Türen zugehen und es wird dunkel und der Vorhang, der Spot am Vorhang findet statt und der erste Song beginnt und die Bühne geht auf. Das ist ein Moment, wo ich denke, okay, da bin ich noch so aufgeregt, dass ich denke, oh Gott, da spreche ich auch noch den Text mit. Und wenn ich merke, es läuft, es gibt so ein paar Säulen in dem Stück, wo ich einfach merke, so jetzt läuft's. Und dann bin ich einfach nur noch stolz, stolz auf meine Schauspielerin, stolz auf das ganze Team, stolz auf die Arbeit, stolz auf die Zeit. Das hat was sehr, sehr Emotionales. Es gibt nur einen kleinen Moment in dieser ganzen Zeit, wo ich auch kurz stolz auf mich bin. Und das ist der Moment, wo dann da steht, directed by. Und wenn du dann hier langläufst, kommst du nicht weiter. Und sie ist aber so, so lost, ja, dass sie automatisch das hier macht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie ist einfach nur, okay, ich komme hier nicht weiter, das ist doof, ich mache das. Ja? Aber sie ist so drin, mich darf keiner sehen. Niemand darf mich sehen. Oh Gott, ein Fenster. Niemand darf mich sehen. Ja. Und das macht sie bis zur Tür. Okay. Und das ist überwältigend. Ich habe da immer die absolute Bestätigung, dass ich den richtigen Job mache und dass das, was ich will, auch funktioniert, nämlich berühren und Geschichten erzählen. Ja. Das ist eine ganz schwierige Frage, welches meine Lieblingsszene ist. Weil jede Szene super coole Momente hat. Die Sportszene, die Szene, wo Isabella auf einmal sich in Tagträumereien mit Nick wiederfindet. Depressionsphasen, Fressattacken, alles Mögliche. Ich darf in diesem Stück ja wirklich alles spielen. Meine absolute Lieblingsszene ist aber tatsächlich die sogenannte Vergleichsszene. Die ist so schön, weil da erkennt sich, glaube ich, jeder wieder. Jede und jeder. Und die macht so unfassbar viel Spaß. Wer glaubt, dass er in ein Stück geht und einfach nur ein bisschen lacht und mehr macht es nicht, der täuscht sich. Love Sickness ist, das Ganze nennt sich Stage Meets Movie. Das ist eine Kombination aus Film und Bühne. Und eigentlich ist es, als würde man sich einen Film auf der Bühne angucken. Deshalb ist es gerade für die Menschen, die eigentlich nicht ins Theater gehen, weil sie nicht verstehen, was da passiert. Ja? Kann ich total gut nachvollziehen, wirklich. Genau für die Leute ist es. Es ist wie ein Filmkonzept auf der Bühne. Wenn man gerade irgendwie einen schlechten Tag hat, eine schlechte Zeit hat und einfach Lust auf einen guten Moment hat, auf einen guten Abend, auf vielleicht eine Pause von bestimmten Dingen, dann sollte man sich das angucken, weil man geht definitiv mit einem guten Gefühl aus diesem Stück. So, meine Lieben. Ran da an die Karten. Wir freuen uns auf euch. Absolut. Bis dann. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir freuen uns auf euch im Hamburger Sprechwerk am 29. und 30. Januar 2016. Holt euch euer Ticket und geht mit uns auf eine ziemlich interessante Reise. Hallo, ich bin Denise Stelmann. Also, ich bin Ebba Ekholm. Und wir sind Love Sickness. Nein, nein. Nochmal. Hi,